Und der Timo Volkmer wird heute in seinem Vortrag, den er uns dankenswerterweise aufgezeichnet hat, sagen, warum man eigentlich Agile Leadership braucht. Und dabei geht es halt so ein bisschen darum, dass ja heute irgendwie alles Agile ist. Timo bringt uns ein bisschen durch das Thema mit durch und sagt uns, wie man vielleicht ein oder andere Falle vermeiden kann, in die man halt nicht treten möchte. Okay, und jetzt kommen wir zum Vortrag. Ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag über Agile Leadership und der Frage, braucht man das überhaupt? Mein Name ist Timo Volkmer, ich bin systemischer Coach und Organisationsentwickler. Ich arbeite auch viel im Führungskräftecoaching und beschäftige mich seit Jahren mit dem Thema. Ich arbeite für die Diätheristik Online in der Organisationsentwicklung und ich möchte mich in diesem Vortrag hauptsächlich mit dem Begriff selbst und seiner Verwendung beschäftigen und was das in diesem ganzen Umfeld agiler Transformationen und diesem Umfeld Führung, Leadership möglicherweise für eine Wirkung hat. Ja, dann legen wir mal los. Also es lässt sich ja schwer leugnen, dass wir in den letzten Jahrzehnten ganz klar konditioniert sind durch den Taylorismus, der ja dieses Bild vom Oben und Unten manifestiert. Also sprich, wenn wir fragen, wie ist die Organisation strukturiert, dann sehen wir in den meisten Fällen das Organigramm. Wir haben wenige oben, ganz viele unten, die Arbeit machen und oben wird gedacht, gesteuert, gemanagt. Unten wird gearbeitet. Das ist das Dogma, das uns begleitet. In dem bewegen wir uns auch. Das macht heutzutage Probleme. Und das ist ja auch der Grund, warum viele Unternehmen sich eben mit Transformationen beschäftigen. Sprich, mit Arbeit an der Organisation selbst, um sie leistungsfähiger, passfähiger zu machen für heutige dynamische Märkte. Da spielt das Thema Führung eine entscheidende Rolle. Und ich behaupte, heute ist es nach wie vor Tatsache, dass wir das Bild vertreten, wir haben Führungskräfte, die führen und der Rest folgt. Und es wird formal hierarchisch festgelegt. Wie in dem Bild, das wir gerade gesehen haben, in einem Organigramm, ist klar festgelegt, wer in welcher Position ist, wer oben ist und wer unten ist. Und dabei ist oben mehr Verantwortung als unten, gewöhnlicherweise. Auch das ist formal hierarchisch vorher schon festgelegt. Dadurch ist oben auch grundsätzlich mehr Wissen oder mehr Information und kann dadurch von oben mehr Kontrolle ausgeübt werden als unten. Und auch gesellschaftlich hat das eine Bedeutung, man erreicht einen gewissen Status, indem man in der Hierarchie aufsteigt. Und das hat weitreichende Folgen. Das bedeutet nämlich Zentralisierung. Das heißt, wir zentralisieren Informationen und Entscheidungen eher oben an zentralen Stellen und Entscheidungen werden vor allem auch herbeigeführt auf Basis der Position in der Hierarchie und weniger auf Basis von Expertise oder Könnerschaft. Das bedeutet, diese Hierarchie überdeckt eben auch die Könnerschaft und es wird dadurch schwerer zu erkennen, wer kann denn eigentlich etwas gut? Weil meistens mehr zählt, in welcher Position ist denn jemand? Deshalb darf man für gewöhnlich auch unten etwas weniger Verantwortung übernehmen als oben. Ich darf erst mehr Verantwortung übernehmen, wenn ich nach oben komme. Mehr Verantwortung kommt also durch Aufstieg in dieser Formalhierarchie. Und das bewirkt auch, dass Information im Prinzip ein Machtinstrument ist. Das kann zum Beispiel bewirken, dass eben wirklich Menschen auch bewusst Informationen zum Beispiel zurückhalten, weil sie möglicherweise glauben, sie müssten andere schützen. Das ist tatsächlich ein Satz, den ich schon öfter gehört habe von Führungskräften. Sie müssen ihre Mitarbeiter schützen und können deshalb keine vollständige Information weitergeben. Oder aber auch, dass wirklich Mitarbeiter
sozusagen im Spiel mit dieser Hierarchie es verwenden, Informationen zurückzuhalten, um sich dadurch einen Vorteil zu verschaffen, innerhalb der Organisation und möglicherweise sogar vielleicht für den eigenen Aufstieg zu sorgen. Das ist durchaus systemintelligentes Verhalten. Und ich behaupte, was wir seit Jahrzehnten dabei als Führung bezeichnen, ist eigentlich was ganz anderes. Also wir reden von Führungskräften, wir reden davon, dass da Führung stattfindet, in diesem Bild von oben und unten. Wir reden davon, dass wenige führen und andere geführt werden. Ich habe sogar mal einen Vorstandsvorsitzenden gehört, der zu seinen Mitarbeitern gesagt hat, dass er von ihnen Führbarkeit erwartet. Durchaus, wie ich finde, ein geschickter, charmanter Ausdruck. Letzten Endes aber ein nett verpacktes "Macht bitte, was ich sage." Und ich behaupte, dass das, was wir als Führung bezeichnen, in diesem tayloristischen System eigentlich Steuerung ist. Und das behaupte nicht nur ich, das behauptet die Soziologie. Und wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, dann sieht man, dass diese sogenannten Führungskräfte heute eigentlich steuern. Sie sind a priori festgelegt und sie steuern mittels der ihnen gegebenen formellen Macht und mit Wissensvorsprung. Also das ganze, die ganze Sozialtechnologie-Management funktioniert nur auf Basis von Wissensvorsprung. Wenn ich diesen Wissensvorsprung nicht mehr habe, fällt es mir schwer, andere zu managen. Das funktioniert, weil in diesem System oben ja auch mehr Information ist. Das heißt, ich habe per Definition eigentlich diesen Wissensvorsprung und damit habe ich auch mehr Kontrolle. Deshalb kann ich steuern und deshalb habe ich auch die Möglichkeit, mehr Verantwortung zu übernehmen. Und wie schon gesagt, bewirkt das Zentralisierung von Entscheidung und Verantwortung. Das ist einfach eine Folge, die logischerweise daraus folgt. Und im Gegensatz dazu lohnt ein Blick in die Soziologie. Führung ist gleich Leadership. Leadership ist einfach das englische Wort für Führung. Führung ist aber etwas gänzlich anderes als die gerade beschriebene Steuerung, die heute in weiten Teilen in den meisten Unternehmen noch stattfindet. Denn Führung erfolgt auf volontärer, also auf freiwilliger Gefolgschaft. Das bedeutet, dass diejenigen, die sich entscheiden zu folgen, festlegen, ob da Führung gerade stattfindet oder nicht. Also jemand, der sagt, ich führe, kann genau genommen eigentlich gar nicht entscheiden, dass er führt. Die Entscheidung, dass diese Person führt, fällt dann, wenn andere sich entscheiden, zu folgen. Und zwar freiwillig, aus freien Stücken. Das Ganze basiert auf Anerkennung. Das passiert, und man sieht das sehr schön im sozialen Umfeld, in dem keine oder wenig formelle Macht vorhanden ist. Das passiert auf Anerkennung. Wenn andere glauben, dass ich eine gute Idee habe, dann würden sie mir folgen. Und das tun sie aus freien Stücken in Anerkennung dieser Idee. Und das hat ein gänzlich anderes Wesen als das der Steuerung, denn ich kann mich jederzeit anders entscheiden und es hat auch ganz andere Folgen. Und die sind hilfreich für Unternehmen heutzutage im Umgang mit hoher Komplexität. Denn die Folge von echter Führung ist Dezentralisierung. Das heißt, ich dezentralisiere Informationen und Entscheidungen. Und ich dezentralisiere auch Verantwortung. Das ist der Schlüssel eigentlich dazu, um wirklich im hochdynamischen Umfeld mit großer Komplexität, mit großer Überraschungsintensität gut agieren zu können, weil situativ diejenigen, die zu einer Problemstellung große Erfahrungen haben, gute Lösungen haben, in die Führung gehen können, ohne dass sie erst in irgendeiner Form dazu legitimiert werden müssen, sondern Führung kann plötzlich passieren auf Basis von Könnerschaft. Und das ist eine ganz wichtige Eigenschaft einer agilen Organisation. Was wir hier tun mit diesem Begriff des Agile Leadership ist, wir spielen dieses Spiel eigentlich, das wir schon seit Jahrzehnten spielen, indem wir Steuerung als Führung verpacken und beschreiben, die Unterschiede nicht klar machen. Das spielen wir jetzt weiter. Wir nehmen jetzt diesen Begriff Agile Leadership, kleben den da dran, machen aber eigentlich so weiter wie bisher. Und dann kommt noch was dazu.
Jetzt werden Führungskräfte in ihren Positionen auch noch aufgefordert, ihr dürft das jetzt nicht mehr so aussehen lassen wie Steuerung, das ist jetzt out. Wir machen also keine tayloristische Führung mehr, jetzt machen wir Agile Leadership. Jetzt müsst ihr das Ganze moderner aussehen lassen. Das ist eigentlich die Forderung, die da drin steckt. Kann man machen, führt aber zu Problemen. Denn jetzt wird behauptet, Führungskräfte müssen jetzt empathisch sein oder authentisch. Sie müssen echt sein, sie müssen loslassen, sie müssen Rahmen setzen, sie müssen andere mitnehmen, sie müssen vorleben. Und vieles mehr, was den Status quo aber nicht wirklich ändert, das sind gefällige Forderungen, die für sich genommen auch alle irgendwo positiv sind, die aber im Kontext der Organisationsentwicklung und der Führungsarbeit eigentlich nichts zu suchen haben. Bestenfalls bleiben sie nämlich wirkungslos. Meistens passiert aber noch ein bisschen was mehr, denn diese ganzen Forderungen, die da jetzt passieren, die bewirken ja eines, wir bleiben bei dem Bild von oben und unten. Das heißt, wir verändern strukturell überhaupt nichts. Wir bleiben bei diesen sogenannten Führungskräften in ihren Positionen. Wir sagen ihnen jetzt nur, verhaltet euch mal anders als bisher. Wir bleiben also eigentlich strukturell bei der Zentralisierung. Wir sagen nur, tut so, als wäre es nicht so. Und wir bleiben bei diesem Bild, dass oben mehr Verantwortung übernommen werden kann, als unten, dass oben mehr entschieden wird als unten. Und ganz schlimm, aus meiner Sicht, steckt da auch noch ein Vorwurf drin. Denn wir personifizieren wieder. Wir arbeiten nicht an den Strukturen, sondern wir gehen hin und sagen diesen Führungskräften, die bisher ja einen sehr, sehr guten Job gemacht haben, die also in dem bestehenden System erfolgreich waren, die sind ja irgendwie dahin gekommen. Und vor allem haben die ihren Job gemacht, die haben ihre Erwartung, die Erwartungen, die an sie gestellt wurden, erfüllt. Sie haben sich systemintelligent, vernünftig verhalten. Und jetzt gehen wir hin und sagen ihnen, ihr müsst es jetzt anders machen. Das, was ihr bisher gemacht habt, war nicht gut. Ihr müsst jetzt loslassen, Rahmen setzen, authentisch sein und vieles mehr. Da steckt ein impliziter Vorwurf drin. Und ich weiß, dass viele meiner Kollegen das natürlich nicht wollen, aber unbewusst steckt der Vorwurf in diesem Ansatz drin, wenn ich zu Führungskräften im tayloristischen System hingehe und sage, ihr müsst jetzt bitte Agile Leadership machen. Das heißt, meine Diagnose ist, dass der Begriff Agile Leadership deshalb schwierig ist, weil er weiterhin in diesem altbekannten Command-and-Control-Narrativ bleibt. Er klingt halt ein bisschen moderner, schicker und gefälliger. Und was noch dazu kommt, er bleibt weiterhin unklar. Also dieses schwammige, was ist das jetzt genau, das bleibt sogar bestehen oder wir intensivieren das sogar noch. Es ist sowieso schon unklar für die meisten, worin der Unterschied zwischen Führung und Steuerung besteht. Und jetzt fügen wir noch was hinzu und bleiben weiterhin in der Unklarheit drin. Deshalb ist die Verwendung dieses Begriffs aus meiner Sicht auch nicht vernünftig, denn es verhilft uns nicht dazu, wirklich strukturell zu arbeiten und Systeme in der Überwindung zu betreiben, sondern wir bleiben im gleichen altbekannten Narrativ. Ich habe schon ein bisschen vorweggenommen, warum ist es problematisch? Ja, wir bleiben unklar. Wir verharren in einem unzeitgemäßen, über 100 Jahre alten Denkmodell im Taylorismus. Die notwendige Unterscheidung, worum es geht, worin der Unterschied besteht, die findet nicht konsequent genug statt. Und das führt dazu, dass Unternehmen weiterhin versuchen, mit ungeeigneten Mitteln komplexe Problemlagen zu beherrschen und damit auch regelmäßig scheitern. Und weiterhin schieben wir dieses Problem dann auch noch den Führungskräften zu, indem wir behaupten, naja, dann habt ihr nicht gut genug Agile Leadership betrieben. Und ich gehe sogar so weit, dass ich sage, in Teilen, also ich möchte nicht pauschalisieren, aber in Teilen macht sich hier Beratung auch schuldig, ihren Kunden insofern keine wirksamen Handlungsalternativen zu bieten, sondern das bekannte Narrativ nur weiterzureiten und so weit aufzuweichen, dass es gefällig verkaufbar ist. Es ist aber keine wirkliche Hilfe. Beratung muss aus meiner Sicht ein Unternehmen oder ein System immer
besser hinterlassen, als es vorgefunden hat. Und das findet in diesem Ansatz in Teilen nicht statt, so meine Beobachtung. Und deshalb sehe ich das als Problem. Und vielleicht an der Stelle nochmal ein kleiner Exkurs zum Taylorismus, dass das hier nicht falsch rüberkommt. Also Taylorismus ist nicht per se schlecht. Das ist eine Erfindung aus der Kaiserzeit. Um 1911 hat Taylor eben sein Buch Scientific Management veröffentlicht. Das war damals revolutionär und bahnbrechend. Und vor allem, es war eine Innovation und es war sehr passend in der Zeit, in der nämlich das allgemeine Bildungsniveau viel, viel geringer war als heute. Und es hat Probleme gelöst. Es hat dazu geführt, dass Firmen wachsen konnten. Es hat ein Effizienzproblem gelöst, das die Unternehmen damals vorrangig hatten. Und es ist sehr, sehr gut geeignet, Problemlagen mit geringerer Komplexität zu bearbeiten. Fakt ist allerdings, wir haben heute andere Zustände. Wir brauchen heute konsequentere Ansätze, um mit hoher Komplexität umzugehen. Das gilt nicht flächendeckend, aber in weiten Teilen. Und Unternehmen spüren das. Und deshalb brauchen wir auch neue Ansätze, die wirklich ganzheitlich auch zu Ende gedacht und umgesetzt werden. Also das nur dazu. Aus meiner Sicht ist Taylorismus weder gut noch schlecht. Ich möchte vielmehr davon sprechen, dass es entweder passend oder nicht passend eingesetzt wird. Und der grundsätzliche Ansatz, wenn man Taylor auch wirklich mal liest, hat nichts damit zu tun, dass Taylor ein schlechter Mensch gewesen wäre, der behauptet, man muss Menschen schlecht behandeln oder steuern, sondern er spricht auch an ganz vielen Stellen eben von der Zusammenarbeit zwischen Management und Arbeiterschaft. Aber also der Ansatz, den er hatte, der war durchaus nicht menschenverachtend. Allerdings war die Sachlage damals eine andere, Bildungsniveau ein anderes und es war einfach eine andere Zeit, die heute eben nicht mehr so existiert. Sprich, was wir nicht oder nicht mehr brauchen, sind schwammige, nichtssagende Glibberbegriffe. Sowas wie Agile Leadership, das kann man auch beobachten, da kann ich alles drin reininterpretieren. Und genau darin liegt auch ein Problem. Es ist unklar. Ich muss ständig erklären, was ich damit meine. Wenn ich verschiedene Leute frage, kriege ich verschiedene Meinungen. Wir haben keine klare Unterscheidung, was wir denn damit meinen. Das sieht man schon alleine daran, dass bei einer Konferenz wie dieser ein ganzer Track sich mit diesem Thema beschäftigt. Und verschiedene Leute versuchen zu erklären, was denn dieser Begriff jetzt bedeutet. Und ich meine das keinesfalls negativ. Ich finde es gut, dass darüber gesprochen wird. Deshalb nehme ich auch genau hier dran teil und leiste hier meinen Beitrag. Was wir nicht brauchen, ist ein Taylorismus 2.0. Also eine Optimierung des bestehenden Systems, sondern wir brauchen wirklich neue Ansätze, um auch neue Probleme zu lösen. Und was gerade in vielen Teilen passiert ist, dass wir neue Ansätze hernehmen, sie aber in das altbekannte Konzept reinpressen, es anschlussfähig machen, uns hinterher aber wundern, warum es denn nicht wirklich funktioniert. An vielen Stellen ist es aus meiner Sicht auch Fassadengestaltung. Wir verschönern das altbekannte Konzept. Und das hat durchaus auch seine Funktion. Für Unternehmen ist es auch wichtig, eine gewisse Fassadengestaltung zu machen, Außenwerbung zu betreiben. Aber es hilft mir natürlich nicht, wenn ich meine Wertschöpfung verbessern oder optimieren möchte oder wenn ich neue Probleme lösen möchte, dann muss ich auch mit neuen Werkzeugen drangehen. Es führt auch dazu, dass wir die Ursachensuche immer wieder auf den Menschen lenken. In dem Fall die Führungskräfte, die irgendwie nicht richtig führen. Wir müssen jetzt Agile Leadership machen. Wie gesagt, was soll das sein? Also da steckt ein Vorwurf drin. Die haben bisher falsch geführt und jetzt müssen sie richtig führen. Das spricht diesen Vorwurf aus. Es bleibt aber im bestehenden System. Und aus meiner Sicht führt das auch dazu, dass es doch in Teilen Beratung gibt, die ihren Job nicht tut, die es leider verpasst, gekonnt zu irritieren, um wirklich eine Systemüberwindung hervorzurufen oder zu ermöglichen, sondern die eher hingeht und anschlussfähig bleibt. Das ist irgendwo auch verständlich, aber sich dadurch zum Erfüllungsgehilfen macht und dem System eigentlich nur dazu verhilft, im gleichen Narrativ, im gleichen Konzept zu bleiben. Was wir stattdessen brauchen, ist
eine klare unterscheidende Sprache. Wenn es um Steuerung geht, dann sollten wir die auch so benennen. Und wenn es um Führung geht, dann sollte auch klar sein, was das bedeutet. Und was Führung wirklich ist, und da gehe ich eben auf die soziologische Definition zurück. Ganz wichtig, ich wiederhole mich, Führung basiert auf freiwilliger Gefolgschaft. Wir brauchen zeitgemäße Denk- und Organisationsmodelle zum Umgang mit hoher Komplexität. Wir spüren, dass Unternehmen heutzutage regelrechte Schmerzen haben und mit dieser hohen Marktdynamik ganz schwer umgehen können. Wir haben mit 2020 ein Jahr fast hinter uns, das das wie kein anderes bisher zeigt. Und Firmen haben Schmerzen damit, wenn sie in den althergebrachten Konzepten versuchen, damit fertig zu werden. Deshalb müssen wir wirklich Systemwendungen betreiben und nicht nur die alten Konzepte optimieren. Wir brauchen konsequente Dezentralisierung. Das macht ein Unternehmen beweglich. Wir brauchen ein hohes Maß an Selbstorganisation und wir brauchen vor allem auch Marktorientierung. Diese drei Faktoren sind neben einigen anderen aus meiner Sicht die wichtigsten, die in Unternehmen heute immer noch viel zu schlecht umgesetzt werden. Allen voran Dezentralisierung. Aus meiner Sicht hilft dieses Narrativ, das Agile Leadership, eben genau nicht wirklich Dezentralisierung zu erreichen, sondern wir bleiben in dem Oben, Unten, wir bleiben im Zentralisierungsmodell und das ist an der Stelle hinderlich. Und wir müssen viel mehr Augenmerk legen auf Zweckdienlichkeit anstatt auf Fassadengestaltung. Sicherlich ist Fassadengestaltung was ganz Wichtiges für Unternehmen. In diesen Zeiten, des agilen Hypes, wird aus meiner Sicht da aber viel zu große Aufmerksamkeit drauf gelegt. Ich höre tatsächlich immer noch sehr oft so Aussagen wie, naja, wir machen das, weil alles machen, oder das muss man ja heute tun, um modern zu sein. Wir müssen da mitmachen. Es sind verständliche Gründe, aber nicht aus meiner Sicht die richtigen Gründe, um wirklich eine unternehmerische Transformation anzugehen. Ja, und letzten Endes will ich dafür werben, auch wirklich konsequent diese neuen Ansätze zu Ende zu denken. Das ist das, was ich meine, wenn ich sage, in alte Konzepte reinpressen. Ich beobachte doch sehr oft, dass moderne Organisationskonzepte durchaus aufgegriffen werden und thematisiert werden. Deshalb wird ja auch das Thema Führung so häufig thematisiert. Es wird aber leider verkürzt, dann wieder in das bisherige Modell reingepresst. Also zu schnell die Frage gestellt, okay, das sind jetzt interessante Konzepte, aber wie machen wir das passend für unser bestehendes System? Diese Frage kommt sehr häufig und sehr schnell. Dann überlegt man sich, wie können wir denn letzten Endes, wie können wir denn unser System erhalten, aber so tun, als ob wir das Neue tun würden, wenn ich es mal böse ausdrücken möchte. Also meine Empfehlung wäre oder mein Wunsch von diesen Begriffen, Agile Leadership ist ein sehr prominenter davon, wegzukommen, die unklar sind, die im alten Narrativ bleiben, hin zu wirklicher Führung, zu echtem Leadership und auch thematisieren, was es genau bedeutet und konsequent strukturell umsetzen. Und damit ein klares Statement zu geben zum Systemwechsel und nicht Systemerhaltung zu betreiben. Fokus auf strukturelle Veränderungen legen, anstatt mit Appellen oder Blaming zu arbeiten. Der letzte Punkt. Und wirklich auch ein Augenmerk darauf zu legen, wenn ich auf Leute zugehe und jetzt von ihnen verlange, ihr müsst jetzt euer Leadership verändern, dass ich damit tatsächlich auch einen Vorwurf, nett verpackt, aber mitliefere. Das ist, denke ich, vielen überhaupt nicht bewusst. So, und jetzt geht's weiter, wenn ich an der Stelle noch einen Rat geben darf. Und das richtet sich an alle, die in diesem Bereich Führungskräfteentwicklung, Teamcoaching, Coaching arbeiten. Seid skeptisch bei allem, was dieser Tage mit agil umschmückt wird. Wir sehen das in Stellen- und Projektanzeigen. Es wird aufgrund dieser Mode, die ja jetzt auch tatsächlich nicht nur schlecht ist, aber gerne werden alle möglichen Begriffe und Konzepte mit agil umschrieben. Also wo man früher einen Tester gesucht hat, sucht man jetzt einen agilen Tester. Und wo man früher einen Projektleiter gesucht hat, sucht man jetzt einen agilen Projektleiter. Und wo man früher vielleicht einen Coach gebraucht hat, braucht man jetzt einen agilen Coach und so weiter
und wo früher schon kein Leadership stattgefunden hat, soll jetzt Agile Leadership stattfinden. Das bringt uns nicht weiter. Das klingt vielleicht modern, ist in der Sache aber Status quo und keine Neuerung. Schau auf Organisationen als soziale Systeme. Also beschäftige dich mit den wissenschaftlichen Grundlagen. Was sind Organisationen? Was sind soziale Systeme? Wie funktionieren sie? Und wie kann ich solche Systeme gekonnt bearbeiten? Viele werden es ahnen, auch die, die mich ein bisschen kennen, an der Stelle natürlich genannt, Luhmannsche Systemtheorie ist ein ganz wertvoller Fundus, auch wenn man nicht 100% dahinter stehen kann. Es lohnt die Beschäftigung damit, weil es doch immer wieder auch unbequeme Fragen aufruft. Und wenn man sich damit beschäftigt, das ist mein Erleben, hilft es einem, wirklich einen Schritt weiterzukommen in der Beobachtung und in der Bewertung dessen, was man in solchen Systemen eben tagtäglich so erfährt. Das führt letztendlich nämlich auch dazu, dass man Probleme nicht personifizieren muss, sondern ich kann lernen, das System zu beobachten und zu bewerten. Und es ist ja geradezu eine Entlastung und auch ein Weg zu einem viel humaneren menschlichen Arbeiten mit Organisationsentwicklung, indem ich eben nicht Probleme personifiziere, sondern die Probleme eher in den Strukturen suche. Also wenn ich davon ausgehe, dass die Menschen um mich herum grundsätzlich erstmal vernünftig handeln. Ich kann mich dann fragen, wie ist eigentlich das System gerade, wie muss dieses System gerade sein, wenn ich eine Handlung beobachte, damit diese Handlung, auch wenn sie merkwürdig aussieht, trotzdem einen Sinn ergibt. Und dann kann ich, wenn ich mir diese Frage beantworten kann, dann kann ich wertvolle Impulse über das System lernen. Ja, und vielleicht ein kleiner Appell doch an der Stelle. Trau dich, neue Konzepte aus der Soziologie und der Psychologie wirklich auch zu Ende zu denken. Also sprich, ich erlebe das schon, dass so Dinge wie Systemtheorie oder Systemik aufgegriffen werden und da wird auch sehr viel rausgezogen. Es wird aber dann nicht zu Ende gedacht, sondern es wird auch die unbequemen Konsequenzen, die vielleicht damit einhergehen, die werden dann doch gerne ausgeblendet und man fällt zurück in das althergebrachte Denkmodell, um das Neugelernte damit passfähig zu machen. Und es fällt natürlich schwer, das gebe ich zu, es fällt natürlich schwer, den einen oder anderen Glaubenssatz, den man vielleicht hat, damit über Bord zu werfen. Das ist unbequem, aber genau darin steckt ja der Charme dieses Lernens. Ich habe der Tage mal einen schönen Satz gelesen. Lernen ist eigentlich die Falsifizierung einer intelligenten Annahme. Das ist eigentlich Lernen. Wir haben Glaubenssätze, wir haben Denkmodelle. Und in dem Moment, wenn ich feststelle, dass vielleicht der ein oder andere davon überhaupt nicht stimmt, dann habe ich wirklich was gelernt, dann bin ich weitergekommen. Ja, und letzten Endes, wenn ich noch einen letzten Rat geben darf, gehe Begriffen auch wirklich auf den Grund. Was bedeuten sie? Wo kommen sie her? Such die Unterscheidung. Also wo liegt die Unterscheidung des einen Begriffs zum anderen? Und das ist ja auch irgendwo das Thema genau dieses Vortrags, worum es geht. Ich finde das immer wieder sehr wertvoll. Es ist natürlich klar, dass Sprache in ihrem Sein, in ihrem Verlauf der Zeit auch immer wieder sich verändert und Begriffsbedeutungen sich ändern, aber es ist doch sehr wertvoll, immer zu schauen, wo kommt ein Begriff her, in welchem Kontext ist er entstanden, was bedeutet er eigentlich, um dann eine Unterscheidung zu suchen, was müsste es denn eigentlich sein? Halte ich für einen sehr, sehr wertvollen Weg. Und an der Stelle sage ich vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Ich hoffe, es war was Interessantes dabei. Fragen natürlich asynchron sehr gerne. Ich freue mich über jedes Feedback. Vielen Dank. Okay, so, das war der Vortrag von Timo. Wenn es richtig ist, dann ist er jetzt gerade zu Ende. Ich hoffe, dass das richtig ist, weil er war aufgezeichnet. Netterweise ist der Timo aber jetzt noch zur Q&A hier dabei. Der hat natürlich den unglaublichen Vorteil gehabt, dass er alles, was ihr geschrieben habt, quasi schon mitlesen konnte. Dementsprechend, Timo, da waren jetzt ja nicht so die konkreten, direkten Fragen mit dabei, aber vielleicht kannst du ja noch mal so ein bisschen deine Sichtweise auf die Dinge geben und vielleicht noch mal ein bisschen auf die Bemerkungen eingehen, die quasi unsere Zuhörer auf Hoppeln gegeben haben. Ja,
Erstmal vielen Dank. Genau, ja, mache ich gerne. Also, ich habe ja so ein bisschen mitgelesen, ne? Und ganz klar, also vielleicht nochmal erstmal zu meinem Standpunkt. Also ich komme da so ein Stück weit auch aus der eigenen Erfahrung, jahrelang natürlich auch als Agile Coach gearbeitet und habe auch immer wieder am eigenen Leib so ein bisschen diese Schwierigkeiten erfahren, wenn man in so einem relativ großen Unternehmen ist, Teams begleitet und sich immer wieder wie in so einem Gefängnis vorkommt und da wird dann irgendwie fallen wirkliche Fortschritte total schwer, weil sich strukturell nichts ändert. Und gleichzeitig beobachte ich in der agilen Szene sehr stark den Hang dazu, über ein agiles Mindset zu reden, neue Formen von Führung zu reden, also immer wieder den Menschen irgendwie die Probleme zuzuschreiben, die sich dann doch irgendwie anders verhalten müssten. Aber die Strukturen in Unternehmen bleiben gleich. Und wenn ich das jetzt neben die Theorien lege, die es da gibt, deren man sich bedienen kann, zum Beispiel eben Luhmann, Theorie sozialer Systeme, dann finde ich da Antworten, warum das so ist, nämlich weil sich Strukturen nicht ändern und weil das Verhalten von Menschen sehr stark eben geprägt wird von den Strukturen. Und da ist mein Appell, das ist eigentlich der Kern auch dieses Vortrags, konzentriert euch auf die Arbeit an diesen Strukturen. Und ich meine das durchaus auch in einem wertschätzenden Sinne, dass ich sage, ich möchte nicht sagen, ignoriert die Menschen, sondern ich möchte sagen, berücksichtigt, was menschliches Verhalten ausmacht und wie das ist und nehmt die Menschen, arbeitet mit ihnen gemeinsam an den Strukturen im Unternehmen und da kann man sehr, sehr viel erreichen, aus meiner Sicht weitaus mehr als immer wieder Appelle in Richtung Mindset auszusprechen, in denen auch noch unbewussterweise Anschuldigungen drinstecken. Das liegt eigentlich im Kern meines Standpunkts. Ne? Ich halte für weitaus wirkungsvoller und leider wird es noch viel zu wenig getan. Und das ist mein Hauptargument, das ich rüberbringen möchte. Ja, cool. Ich denke, das hast du auf jeden Fall geschafft. Also, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, und ich glaube, es gibt, glaube ich, gerade keine, dann, Timo, bedanke ich mich bei dir ganz, ganz herzlich fürs spontane Einspringen, auch weil es natürlich quasi eine Aufzeichnung war. Ich glaube, das hat uns nochmal einen guten Einstieg gegeben in die ganze Thematik. Und ja, an die Leute in Hoppen, also wenn ihr noch irgendwelche Detailfragen an Timo habt, dann könnt ihr ihn jederzeit anschreiben. Und wenn da, sage ich mal, größere Themen sind, dann kann man sicherlich nochmal so eine Breakout-Session machen, wo man dann über die Thematik nochmal sprechen kann. Ansonsten, vielen, vielen Dank, Timo. Wir machen jetzt eine kurze Pause und starten um 18 Uhr mit dem nächsten Vortrag. Bis dann. Danke. Super. Vielen Dank. Ciao, Timo. Ciao.